Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Catrian Quatsch FTB. Nein, was ist denn jetzt los? Sky Factory 4. Ich habe zu viele Videos durcheinander gerade geschnitten. Verdammt. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Und die letzte Folge war relativ produktiv. Wir haben das da gebaut. Nur damit Klim es kurz danach direkt wieder deaktiviert. Also, wir dürfen sie nicht benutzen. Sie ist offiziell verboten. Das ist ein wenig schade. Aber teilweise verständlich. Anscheinend hat sie den Server extrem zum Laggen gebracht. Was nicht unbedingt unwahrscheinlich ist, weil, ja, die ist ziemlich massiv und das ist halt schon interessant so. Aber wir haben trotzdem das Problem, dadurch haben wir jetzt so gut wie keinerlei Gedöns hier. Wir haben so gut wie keine von den Sugarcanes. Wir werden 20 Folgen brauchen, bis wir mit Hilfe dieser Konstruktion hier, mit dieser Sugarcane-Konstruktion die richtige Möglichkeit erreichen, die richtige Zahl erreichen, damit wir den Compressed Cobblestone, Compressed Sugarcanes machen können. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir gehen vielleicht einen gewissen anderen Weg. Es gibt, wenn ich mich nicht täusche, Growth Accelerator. Und zwar sogar die hier. Das sind die hier, die werden gemacht aus Potion of Swiftness, End Crystals. Dann gibt es die hier, die werden gemacht aus Growth Crystals und aus Nether Stars. Und die werden halt eben gemacht aus Sea Lanterns, aus Bone Knochengedöns und so weiter. Auf jeden Fall diese drei Arten der Bone Accelerator haben ihre positiven und ihre negativen Seiten. Erstmal, wir müssen dafür extrem viel mit Sugarcanes wieder arbeiten. Oder wir müssen Sugar theoretisch investieren. Aber wir können es eventuell schaffen, in der Konstruktion, wie es da gemeint ist, ein funktionierendes Feld zu machen, das schneller agieren kann mit den Sugarcanes. Das ist eine Sache, die ich vielleicht irgendwann in einer der nächsten Folgen mal angehen möchte. Dann werden wir den Bereich hier austauschen gegen einen Bereich, wo es darum geht, komplett Nature Essenzen anzupflanzen. Denn Nature Essenzen können wir uns relativ viele, relativ großmassig machen. Wir können auch mal am Anfang einfach welche hier hinstellen und die einfach hier vervielfältigen lassen. Denn wir haben hier ja noch die Möglichkeit, Seeds zu vervielfältigen. Sieht man an den Boron-Seeds. Das funktioniert auf jeden Fall. Gut. Dadurch, dass wir die ganze Sache nicht mehr benutzen dürfen, müssten wir es eigentlich abbauen. Das Problem ist, wenn ich jetzt anfange, das abzubauen, dann haben wir ein kleines Problem, weil der Server wieder sofort anfangen wird zu laggen. Also wenn wir das hier unten anfangen, die komplette Reihe einmal abzubauen, dann dürfte es schon zu leichten Lags kommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Obwohl viel eingesammelt wird eigentlich. Ah, ich glaube, das kriegen wir sogar hin. Okay, und wir sehen jetzt schon, okay, das ist vielleicht wieder ein wenig LAGY. Okay, das ist, ja, man könnte jetzt zum Beispiel Vein Miner verwenden. Oh, okay. Das war einfach wegen der Landekante, okay. Man könnte jetzt Vein Miner verwenden. Okay, das hilft leider nicht weiter. Okay, müssen ganz kurz warten. Doch, es hilft weiter. Es macht halt alles auf einmal weg. Ja, es funktioniert. Das bedeutet, das können wir gerade mal machen. Okay, wupp, 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 wupp. Unsere FPS sind komplett weg vom Fenster. Machen wir die nächste Reihe auch noch am besten nach. Und danach die nächste Reihe und danach die nächste Reihe. Einfach mal alles auf einmal. Vielleicht kriegen wir den Server tot, Kappa. Es sollte eigentlich nicht so einfach gehen, den Server tot zu kriegen, aber es ist alles möglich. Wir warten natürlich jetzt kurz, weil jetzt haben wir extrem viel abgebaut. Ihr seht auch schon, die FPS ist wieder komplett im Keller, ne? Das ist jetzt nicht bei euch im Video nur. Das ist auch bei mir. Ich sehe auch so gut wie nichts mehr. Die Reihe hier hat aus irgendeinem Grund überlebt gehabt. Was ich sehr interessant finde. Okay, bedeutet, wir haben mehr als die Halbzeit jetzt schon weggekriegt. Das ist doch schon mal fein. Okay, wenn wir etwas gehabt hätten, was das Zeug erntet, ohne dass es eventuell so extrem große Lags verursacht, dann wäre das eine ganz coole Geschichte gewesen, um ehrlich zu sein. Das Problem daran ist, dass das auch im Laufe der Zeit erst funktionieren würde. Also das, was ich jetzt gedacht hätte, wäre, wenn wir einen Harvester hätten, dann würde der Harvester das ja in sein Inventar reinsammeln. Ne? Und Items, die in sein Inventar reingesammelt werden, hat er ja nicht als Drops in der Welt. Dadurch leckt der Server nicht so extrem, wenn wir die großen Farmen bauen. Dann müssen wir die Sachen halt oben abcappen. Das Problem ist, wir können hier unglaublich schwierig nur den kompletten Teil abnehmen.
Das wäre aber auch eine Möglichkeit, das zu machen. Also es gibt so viele verschiedene Sachen und so viele Möglichkeiten, wie wir das Ganze umsetzen können. Ich wünsche mir von euch einfach mal, dass ihr mir sagt in den Kommentaren, was eure Lieblingsmöglichkeit wäre. Ein riesiges Feld? Oder sollen wir versuchen, doch ein bisschen damit weiterzuarbeiten mit einem Harvester? Also hier mit sowas, der automatisch Sachen harvestet. Und ja, die Frage ist halt, ob der dann theoretisch für Sugarcane funktionieren würde. Wenn wir einen Harvester aufstellen, würde ein Harvester richtig arbeiten. Ich meine, er hätte ebenfalls die Möglichkeit, ein 15x15 Feld abzusetzen. Das ist schon mal cool. Wenn wir ihm Area geben, ist jetzt die große Frage, wie hoch kann der arbeiten? Wir schauen mal gerade. Wir tauschen mal ganz kurz einfach. Was ist denn hier los? Hier laggen wir gerade, aus irgendeinem Grund. Wir nehmen mal den Controlled Miner von hier weg. Und setzen hier den Harvester hinzu. Der ist jetzt momentan auf Single am Stellen, am Gestählt sein. Dann nehmen wir Sugarcanes. Wir können mal ein bisschen rumprobieren, Leute. Das wird wieder so eine Rumprobierfolge. In Katzes Gedanken im Endeffekt. Weil wir müssen ja trotzdem die Quest irgendwie fertig kriegen. Wenn ich das jetzt hier so hinstelle, ist das nicht in deiner Range, oder? Du rangest sowieso nur in der oberen Ebene. Das bedeutet, alles darüber, würdest du Sugarcanes hier abfarmen, die darüber sind? Er würde die überen Sugarcanes brechen anscheinend. Nee, würde er nicht. Das war der Blockbreaker hier, oder? War das der Blockbreaker? Nee, der Controlled Miner ist doch aus. Okay. Der Harvester könnte echt die Lösung sein. Die Frage an der Geschichte ist halt nur, wird er alles, was darüber ist, abfarmen? Oder farmt er dann immer die unteren Sachen, die darüber sind? Weil wenn da wieder Items droppen, haben wir ein Problem. Okay. Da sind Items jetzt in der Luft schwebend. Äußerst faszinierend. Hat er die Redstone-Glocks mit ausgestellt? Hat er. Okay. Also die Redstone-Glocks sind auch mit aus. Das ist natürlich unfein. Das bedeutet, er würde bis hier harvesten. Alles darüber würde er harvesten. Ah. Interessante Wahl. Müsste ja sowieso zwei Blöcke nach links gestellt werden. Das bedeutet, er würde sowieso... Er harvestet gerade zwei Blöcke nach oben. Also das, was er auch harvesten sollte eigentlich. Bin ich gerade am Überlegen. Das ganze Problem wäre halt gegeben, wenn wir jetzt hier ein Wachstum von einem haben, ist das nicht das Problem. Das ist wirklich die beste Variante, die wir momentan als Möglichkeit haben. 4 von den Harvestern bauen und das komplett wieder umbauen. Das bedeutet 1, 2... Es gab ein Rezept mit nur einem String, genau. 2, 3. Haben wir 3 gemacht? Ich glaube ja. Auf jeden Fall genug. Gut. Dann schauen wir mal kurz. Er müsste 2 Blöcke nach links. Ja, das bedeutet, hier müsste er 2 Blöcke nach rechts. So, wenn wir jetzt dir die Preview hergeben, dann bist du 1 zu weit rechts. Bedeutet, hier ist der Block. Okay, das ist jetzt versucht, ins System reinzukommen. Und das müsste hier in dem Interface gelandet sein. Genau. So. Gut, dann gucken wir hier mal ganz kurz. Wenn ich dir jetzt das angucke, das ist auf Single. Ich würde das gerne auf Area stellen, wenn ich ehrlich bin. Weil wir haben den Strom dafür. Controlled Miner kann auf jeden Fall weg. Der Flux Point ist hier auch wieder irgendwo drin gelandet. Sehr schön. Das bedeutet... Um das Ganze hier dann nutzen zu können, müssen wir auch den Teil wieder wegnehmen. Genauso wie den Teil. Und wir brauchen die oberen Hilfen nicht mehr. Bedeutet, ihr seid schon mal nicht mehr wichtig. Dann, um 2 Blöcke weiter links zu sein, müssen wir dich da hinstellen, würde ich sagen. Genau. Und wenn ich das jetzt gerne übertragen möchte auf den hier, müsste es das hier sein, oder? Und wir müssten einen Überschnitt haben. Wir haben einen Überschnitt. Das ist die Ladekante, deswegen seht ihr gerade einen Lag. Wir haben hier einen Überschnitt. Das ist doch schon mal super cool. Das bedeutet, wir müssen ganz kurz hier wieder unsere Maschinen rausholen. Harvester. Wir kriegen es lagfreier hin. Auf jeden Fall lagreduzierter. Nennen wir es mal lagreduzierter. Lagfrei wird es nie werden, weil es sind Redstone-Clocks. Aber es ist vonnöten. Und es läuft nur 2 Tage. Wenn ich Glück habe, streamt in den 2 Tagen so gut wie keiner. Oder ich mache einen Aus- oder Anschalter dran, für den Fall der Fälle, dass die Leute es selber deaktivieren und aktivieren wollen. So.
Das komplette Ding, oh, das sieht schon in der Mitte von der Konstruktion her nicht so geil aus, Area. Ja, das komplette Ding hier läuft so, wie es laufen soll. Wir stellen das hier um auf Area. Passt. So, dann Always On, genau. Wir machen die Redstone-Glocks unten einfach, würde ich sagen, deaktivierbar. Dann sind wir da sehr, sehr glücklich und dann passt das auch. So, jetzt hier nochmal kurz der Lag. Okay. Hier auch Always On Area und hier Always On Area. Wunderbar. Gut, dann haben wir unsere kompletten Points noch nicht zusammen. Die Points müssen wir uns noch sammeln. Wenn ich wüsste, wo die alle jetzt sind. Hier sind sie nicht. Sind sie hier? Da ist ein Point von den zweien. Der andere könnte wirklich in einem von dem drin sein. Oh, da ist Nita. Hier ist ein Point. Wunderbar. Gut, dann nehmen wir die Points hier. Davon müssten wir ja gerade nur... Ne, jetzt fehlt noch einer. Aber der wird es nicht sein. Bedeutet, wir setzen da einen hin. Wir setzen da einen hin. Und wir müssen verhindern, dass die höher wachsen. Das bedeutet, wir müssen darüber dann eine Schutzschicht machen, dass sie nicht höher wachsen dürfen. Hier ist eine Trashcan. Das ist auch interessant. Und hier ist ein Point. Wunderbar. Gut, dann das hier. Das müsste jetzt theoretisch funktionieren, dass du, genau, die alle abfarmst. So muss das auch. Wunderbar. Area aus. Area aus. Area aus und Area aus. Und dann leckt es gleich nochmal. Für uns. Area aus. So. Dann. Okay. Wir können das so dabei behalten, wenn wir jetzt Slabs draufnehmen. Er wird zwei höher abbauen. Das bedeutet, wenn wir jetzt Slabs nehmen, Bart Slabs natürlich. Warum nehmen wir Slabs? Das ist eine relativ einfache Geschichte für die Leute, die sich das jetzt fragen sollten. Slabs haben einen verbundenen Spawn-Block. Bedeutet, wenn die drauf sind auf der Lower Slab, dann können die, da kann nicht spawnen auf einer Lower Slab. Sagen wir es so. Was halt für uns relativ praktisch ist, weil wir ganz gerne eigentlich diesen ganzen Teil mögen, mit dem keine Mobs als Ding da haben. So, jetzt gucken wir gerade mal. Er baut sie zwei höher ab. Bedeutet, diese Ebene hier muss theoretisch eine komplette Quarzebene sein. Und weil sie nicht komplett Quarz sein muss, sondern wir auch ein bisschen Licht brauchen, werden wir noch ein bisschen Glowstone mit reinnehmen. Schön. Sobald wir das Ganze haben, dann können wir das als Glowstone einnehmen. So, und der will jetzt hier Upper Slabs anscheinend. Wir wollen aber Lower Slabs. Bedeutet, wir machen das so. So ist das fein. Ja, ja, okay. Jetzt. Zack, 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 zack. Okay. Putz, 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 putz. Ich bin fein. So. Dann haben wir die komplette Konstruktion hier. Gleich soweit fertig tun. Dass wir das ganze Ding gleich nutzen können. Wieder andersweitig. So, es zieht sich nach. Hier am Ende ein bisschen vorsichtig sein. Wir können nicht einfach alles mit Lane Miner wegbauen. So. Ja, wir können das einfach von der anderen Seite nochmal durchjagen lassen. So, jetzt. Oh, wir sind eins zu weit. Okay. Zwei so weit sogar. So, in einer der nächsten Folgen kommt natürlich noch diese Premium-Rüstung dran. Wisst ihr ja. Habe ich ja schon öfter mal erwähnt, dass die noch kommen soll. Habe ich gerade eben einen Creeper fallen gehört hier irgendwo? Oder war das er? Das war er, okay. So. F-Try. Und dann müssen wir gerade mal gucken, dass wir uns ein bisschen Glowstone in die Pfote nehmen. Und das Ganze jetzt hier auch noch ordentlich ausleuchten lassen. Glowstone. 3. So. Also, wir gucken einfach mal. 1, 2, 3. Machen wir mal 3 inwärts. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, oh, das ist das, was ich wollte. So. Könnte es in Zweierschritten besser sein sogar? In Zweierschritten könnte es sogar funktionieren dann, wenn wir jetzt eine Ungerade haben. 2, 2, 2, 2, 2. Hey, in Zweierschritten funktioniert's. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dann machen wir es in Zweierschritten. Heute eine Ankeit-Folge, Menschen. Passiert dann
Wie gesagt, ist so eine Folge in Katzes Kopf. Genau. Dann kommt der nächste hier hin, wieder in einem Zweier. Und so weiter. Ja, gut. Die Lecks sind übrigens mit Optifine wegzukriegen. Ich habe es nur leider immer noch nicht nachinstalliert. Also Sparky hat sie mit Optifine nicht, sagen wir es so. Deswegen gehe ich davon aus, sie sind mit Optifine wegzukriegen. Wird also an irgendwas liegen, was wirklich für uns nutzbar ist, was wir auch wegmachen können. Dementsprechend werden wir das tun und werden uns da nicht länger drüber aufregen. Es ist nur gerade ein bisschen währenddessen natürlich innerlich am Bauen, aber das ist ja, wie gesagt, ich hätte es jetzt jederzeit schon installieren können. Dann hätten wir das Problem nicht. So, da haben wir ein Schachbrett. Schönes, komisches Schachbrett, aber ein Schachbrett. Und schmeißen da komplett Glowstones rein. So, Penhun. Oh Gott. Jetzt haben wir den Harry Potter Lag. So. Dann. Wir machen die Mob-Farm-Holle, beziehungsweise die Sugarcane-Farm heute klimmsicher. Auch eine Sache, die man nicht immer sagen kann. Oh Mann. Jetzt ist wieder der Lag da. So. Okay. An und für sich ist hier unten nichts mehr, wo wir spawnen kann. Ich hoffe, dass das Wachstum des Sugarcanes da nicht einfach durchjagen kann. Aber ich glaube nicht. Okay, jetzt haben wir den Lag auch weg. Das wird die Produktivität bzw. die Fähigkeiten davon übrigens trotzdem um einiges drastisch einschränken. Also wirklich ungelogen, die werden trotzdem sehr, sehr schlecht werden. Die Möglichkeiten hier abgepumpt zu werden und große Mengen zu haben. Aber okay, Sugarcanes. So. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Könnte mir ein Sugarcanes theoretisch damit pflanzen? Oh lul. Man könnte. Aber auch nur, wenn der Block da platziert werden kann, oder? Wunderbar, das ging ja um einige schneller jetzt, das Ganze zu pflanzen, wenn wir verstanden haben, dass dieses Tool dafür funktioniert. Wunderbar, dann haben wir dir die Einstellung verändert? Ne, wir haben einfach nur Requires Redstone an. Always on, Requires Redstone. Das müsste jetzt ja theoretisch schon ein Stück gewachsen sein. Und dadurch müsste der jetzt, wenn er auf Area steht, nach seinem Cooldown das Ganze wieder upgraden. Einen einzigen. Okay, gut, ja. Gut, wissen wir ja, dass es nur ein einziger ist. Wir haben 1, 2. Das ist ein einzelner. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stück brauchen wir. Wir brauchen 9 Retriever mit einem Node aus. Das bedeutet, wir brauchen Transmitter. Ein paar. 9 Stück. Und wir brauchen Receiver. 9 Stück. Redstone. Ja, ich hätte Shift drücken können, dann hätten wir direkt den Start gehabt von dem Ding, weil so dauert es immer Ewigkeiten, das zu berechnen. So. Start, Redstone. So, das ist Redstone, dann brauchen wir einen Lever. Und wir brauchen einen Quarzblock. So, dann machen wir hier gerade mal, weil wir es können. Wenn es 9 Stück sind, können wir auch hier arbeiten, glaube ich. So, Transmitter. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, das bedeutet 9. Machen wir hier die 10 und dafür da hinten den letzten weg, damit das Interface nicht irgendwie falsch eingestellt sein kann. Dann machen wir hier einen Lever Node aus drauf. Dann hier so. Oh, warte, waren die andersrum zu verkabeln?
Ja, sie waren andersrum zu verkabeln. Das bedeutet, wir müssen wirklich jeden einzelnen dieser Receiver danach mit einem Transmitter anklicken. Wundervoll. So, okay. Das bedeutet, wir brauchen erstmal hier einen Receiver. Dann schmeißen wir da einmal einen einzigen Transmitter drauf. Danach. Oh, da ist das Kabel im Weg. Machen wir das gleiche hier auch noch. Machen wir einen einzigen Transmitter drauf. Danach gucken wir, das ist Requires Redstone. Also die Bitte sag mir, es ist ein Client-Crash auch noch. Einfach um den richtigen Spaß zu starten. Server closed. Okay. Ups. Wir machen kurz einen Cut. Bis gleich. So, Mainzen, da sind wir wieder. Okay. Wir sind immer noch mitten dabei. Das Ganze hier zu verkabeln. Die Dabel, 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 die Dabel. Aber das sollte ja funktionieren. Eigentlich. Sollte keine größeren Probleme geben, das zu verkabeln. Okay, entweder kann ich nicht zählen oder... Oh, das sieht nicht gut aus. Ach, das ist die Ladekante. Oh Mann. Da hatte ich kurz mal wieder Puffenmausen, ey. Ja, du bist unnötig. Okay. Dann, du fehlst drum komplett. Das bedeutet, dich muss ich hier hinsetzen. Auf und... Wunderbar. Dann müsste es ja eigentlich jetzt gehen, wenn wir hier hingehen. Wir sagen, einer dieser Blöcke und dieser Block. Das sind keine 9, aber ich kann anscheinend einfach nur nicht zählen. Das sind 7. Deswegen, wenn wir es jetzt schaffen, das hier so zu nutzen, dass das jetzt funktionieren müsste. Guckt mal, es tut. Oh oh. Okay, ja, finde ich geil. Warum ist das hier noch so komisch? Er gibt keine Ladung an die Blöcke darüber ab, oder was? Au, okay. Ich verstehe, ja, okay. Tschüss FPS, macht's gut. Also, die Harvester hier funktionieren super. Bis zu dem Moment, wo ich verstehe, dass der Harvester hier voll sein müsste eigentlich. Und wir das Design hier noch umändern müssen, sodass er das Zeug ins Interface bekommt. Das bedeutet, wir brauchen mehr Kabel. Das ist ein guter Moment, um zu erzählen, dass wir das hier ausschalten können. Oh oh. Warum leckt's noch? Also, das Gute ist, es leckt nicht unbedingt viel. Das Schlechte ist, es leckt immer noch dramatisch. Ich bin mir nicht sicher. Sollen wir dieses Design beibehalten? Erzählt es mir gerne in den Kommentaren, Leute. Ich danke euch heute erstmal für das Dabeisein in dieser Folge. Ich hoffe, sehr, sehr hat euch gefallen. Eventuell können wir das nicht anlassen, denn das ist... hochgradig gefährlich anscheinend. Egal. Liebe Menschen, Tiere und Doktoren, lasst gerne Bewertung da. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns. Macht's gut und bis dahin erstmal. Ciao.